Corina, heute 60, hat seit 2 Jahren Diagnose. Frühdement Typ Alzheimer. Eine perfide Krankheit, die sich seitdem mehr und mehr in ihr Leben schleicht. Die spüre ich selber eigentlich nicht. Höchstens, dass ich schneller verrückt werde oder mich vielleicht schneller etwas verrückt macht. Wenn man mir sagt, oh, musst du denn dort dran denken oder so, dann muss ich einmal sagen, ja, ich sage es dann schon, wenn ich Hilfe brauche. Aber das Umfeld kommt dann, glaube ich, schon etwas anders damit über. Und bringt es auf den Punkt? Es macht es so schwierig, um das zu fassen. Weil ich habe immer das Gefühl, ich kann alles ganz gut. Kaum fassbar ist es aber nicht nur für die Betroffenen. Wenn du der bist oder die bist, die nebendran ist, bist du mit betroffen. Das ganze System ist mit betroffen. Die Krankheit ist immer eine Krankheit der ganzen Familie. Das ist Christina De Biaso. Sie führt Gesprächsgruppen für Menschen mit Demenzdiagnosen und auch für Angehörige. Die Angehörigen habe ich kennenlernen. Und es ist mir wahnsinnig eingefahren, wie die Krankheit verschieden wahrgenommen werden kann. Ich bin Beatrice Gmünder und schaue in dieser Folge mit den Brillen der Angehörigen auf die bedrohliche Krankheit Demenz. Das ist die 2. Folge zum Thema Demenz. In der 1. Frühdemenz, wohin geht mein Ich, schildere die Menschen ihren Alltag, die selber die Diagnose haben. Eben, die Corina zum Beispiel, die du einleitend gehört hast. Im Gespräch mit ihr und anderen hätte ich nie gedacht, dass sie Alzheimer haben. Den Eindruck habe ich später der Christina De Biaso von der St. Gallen Demenz-Einrichtung Mosaik erzählt. Sepp, glaube ich, der schon, lacht sie. Aber lass du mal der anderen Seite zu. Und das mache ich jetzt. Konkret der Tabea. Weil sie ihren Mann will schützen, schwätzt sie hier unter einem anderen Namen. Beide sind 57. Er weiss, dass ich Tabea an dem Freitagnachmittag besuche. Hat auch mit uns noch einen Kaffee getrunken und einen Stock Äpfelfladen gegessen. Dabei erzählt, wie er die Krankheit erlebt, dass er sie hasst. Wir haben auch gelacht. Sarkasmus ist ihm nicht fremd. Auch bei dieser Begegnung hat nie geahnt, dass er seit 4 Jahren mit dieser brutalen Diagnose lebt. Darum möchte ich von Tabea wissen, was sie in ihren 4 Wänden sehen würde, wenn ich als Stubenflüge auf dem Kasten hocke. Ich glaube, wenn du ein Flüge mit ganz guten Ohren wärst, dann wirst du wahrscheinlich realisieren, dass es sich ab und zu wiederholt. Denn wenn du gute Augen hast, dann wirst du merken, dass er ab und zu in den Raum läuft und nicht mehr weiss, was er eigentlich hätte wollen. Er geht ins Büro hindern, weil er etwas ausdrucken will. Und zumindest im Raum weiss er nicht mehr, was er gemacht hat. Und dann würde er rumdrehen und würde nochmal ans Laptop gehen und überlegen, was er jetzt schlussendlich eigentlich hätte wollen. Wenn du über längere Zeit bei uns wärst, dann wirst du realisieren, dass er immer etwa die gleichen Kleider anhat. Und zwar, also schon saubere Kleider, aber er wählt jetzt zum Beispiel immer nur noch etwa die gleiche T-Shirt-Farbe aus. Wenn du länger bei uns wärst, dann wirst du realisieren, dass gewisse Abläufe einfach auch nicht mehr so Ring von der Hand gehen, dass es schwierig ist mit dem Zeitmanagement. Wenn man zur Zeit zum Haus aus müssen, dann braucht es einfach mehr Geduld, bis dann alles einmal wirklich an Ort und Stelle ist und bis man die richtigen Schuhe anhat und bis man schlussendlich noch weiss, ob man jetzt die Brille mitnehmen muss oder nicht. Aber ich merke, dort bin ich halt auch ein Stück geduldiger geworden. Und besser wird es nicht. Demenz und alle über 100 Formen, die es davon gibt, Alzheimer ist die häufigste, ist progressiv. Sie verschlechtert sich fortlaufend, in Phasen und bei allen unterschiedlich schnell. Im Laufe dem Input gibt Tabea einen tiefen Einblick in ihren Alltag von ihrer als Ehefrau, von einem Mann mit Alzheimer. Auf sie bin ich über das Mosaik St. Gallen gekommen. Unter anderem wird hier eine Tagesstruktur für frühdemente Menschen angeboten, also 65 und Jünger. Die Jüngsten, die hier aus- und eingehen, sind ein bisschen über 40. Im Auftrag von St. Gallen und der beiden Appenzell wird hier auch eine Gesprächsrunde für Angehörige angeboten. In so einer Runde darf ich dabei sein.
Gut zu zehnten sitzen wir an einem grossen Tisch. Im Höllenraum, da oben zon, scheint inne, eine Küche hat es auch. Per Zufall sind heute alles Frauen. Es sind Ehepartnerinnen, Schwester, Tochter oder sogar Mutter. Das Schicksal haben alles gleich. Sie begleiten einen Menschen mit Alzheimer. Moderieren tun das Gespräch Christina De Biaso und ihre Kollegin Petra Conte. Alles ist freundlich angerichtet, mit kleinen Sandwich, Schoki, Tee und für die, die wollen, ein Glas Wein. Ich lasse das Mikrofon im Rucksack. Die Frauen haben Redebedarf, schwätzen von den schwierigsten Situationen mit ihren Liebsten. Sie geben mehr, aber es ist okay, dass ich von dem Abend erzähle. Themen, die sind alle anders. Einmal geht es darum, zum Beispiel, ob es okay ist, wenn man neben dem kranken Partner eine neue Partnerschaft eingeht oder um den richtigen Moment die Partnerin ins Heim zu geben. Heute wirft Christina De Biaso das Thema Ferien in die Runde. Es ist das erste Treffen nach der Sommerferie. Ein leichtes Thema, würde man meinen. Das Gegenteil ist der Fall. Neben mir sitzt eine ältere Frau. Ihre Tochter, 53, hat Demenz. Dabei ist auch die andere Tochter. Die hat ihren Schwestern müssen helfen, Koffer packen, wo alle miteinander in die Ferien sind. Alle miteinander heisst etwa die Siebten. So konnte Betreuung auf verschiedene Köpfe verteilt werden. Wie soll ich von mir eine Frau, die mit ihrem Mann im Hotel war, die auch Betreuung anbietet? Sie erzählt aber, es sei wahrscheinlich die letzte Ferien gewesen. Er hat Betreuung nicht akzeptiert, Medikamente nur eingenommen, aus lauter Trotz pfeifend das Hotel gelaufen. Er ist mit den vielen Eindrücken nur zu Schlag gekommen. Es hat geendet in Frust, Wut und Starre. Er hat nur noch seine Frau an sich hergelassen. Was bedeutet hat, dass sie in diesen Tagen gerade mal zweimal einen Kaffee trinken oder sich im Biobad erholen. Begleitet das Ganze mit Vorwürfen vom Mann, dass sie ihnen mit doch hergezerrt hätte. «Er kann halt nicht anders», schließt die Frau ihre Erinnerung an die wahrscheinlich letzte Ferie auswärts mit ihrem Mann. Die Geschichten wiederholen sich in dem, dass für alle alles andere als Ferien gewesen sind. Die Frauen schwätzen alle frei von der Leber, unzensiert, null beschönigend. Sie hören einander zu, erkennen sich in dieser Situation wieder, gewertet wird nicht, es gibt auch keine Ratschläge, weil von denen kommen alle schon genug aus dem Umfeld über. Das ist heute Abend all wieder zu hören. In dieser Runde teilen sie ihr Schicksal und können Verständnis üben. Das Gespräch wird nach 8:30 abmoderiert. Die Teilnehmerinnen bleiben noch in Gang. Bin überfordert. Beim Heimfahren weiss sie nicht, will sie lieber selber die Diagnose oder lieber Angehörige sehen. Ich also denkt, als Angehörige verlierst du irgendwie zwei Leben. Zum einen verändert sich der Mensch, den du liebst, und gleichzeitig gehst du dein eigenes Leben auf, weil du deinem Mann, deinem Vater, deiner Tochter schaust. Am nächsten Tag ging ich nochmal zu der Gesprächsleiterin Christina. Ich wollte wissen, ob die Frauen Gäste, Angehörige sei von Menschen, wo man als Aussenstehende auch nicht sofort merken will, dass die Diagnose Alzheimer haben. Wie mir das bei Begegnungen passiert ist. Christina geht natürlich nicht auf einzelne Beispiele ein, sagt aber grundsätzlich ja. Man merkt auch bei ganz, ganz vielen Menschen, die an Demenz erkrankt sind in einem frühen bis mittleres Stadium, merkst du das nicht, weil die Defizite eben nicht so offensichtlich sind. Aber wenn du als Partnerin oder als Partner 7/24 mit betroffenen Menschen zusammenarbeitest und du bist so nah beieinander und du rutschst in so eine Situation hinein, wo du immer kompensierst und das sind nicht die riesengroßen Sachen. Das ist nicht, dass man morgen helfen duschen. Aber alle die kleinen Aufgaben und Tätigkeiten, wo wir alle, du und ich, über 24 Stunden für uns selber machen, dass unser Alltag funktioniert, oder? Alles, was wir organisieren, und da fängt an, wie, dass ich genug zu essen habe, dass ich das Richtige esse, dass meine Versicherungssachen funktionieren, dass ich
die richtigen Kleider hat zum Anlegen, dass die auch super sind, alles. Und das sind, je komplexer die Aufgaben oder die Tätigkeiten sind, desto früher gehen sie, wäre es schwierig für die betroffene Person. Und die Angehörigen kompensieren das. Am Anfang merkt man das gar nicht so. Man rutscht so rein. Und irgendwann bist du einfach rund um die Uhr die kompensiert und in dem Sinn betreut. Und Christina bestätigt mir den Eindruck von gestern Abend, die Frauen sind müde. Richtig müde. Mhm. Ja, das denke ich. Das ist ein tough Job. Und parallel traue ich Trauer auf ganz komplizierte Art und Weise. Du hast Frauen jetzt gestern Abend kennengelernt, die rund um die Uhr beschäftigt sind mit der Begleitung von ihrem Partner, von ihrem Ehemann. Und die aber auch am Abschied nehmen sind. Am Abschied nehmen von einem Menschen, so wie er oder sie mal war. Und wo ganz verschiedene, zum Teil auch konträre Gefühle mit im Spiel sind. Da ist eben Trauer, manchmal aber auch Wut, Ärger, Zorn, Enttäuschung. Das volle Programm. Das volle Programm. Und manchmal gleichzeitig, oder? Und das verwirrt einem extrem. «157'000 Menschen leben in der Schweiz mit Demenz. Über 8'000 davon sind jünger als 65. Die Zahlen sind diese Tage rausgekommen. Mit der wachsenden Bevölkerung, die all noch älter wird, steigen dann auch die Zahlen weiter. Die Organisation Alzheimer Schweiz rechnet weiter aus, dass aktuell die Demenzkranken Gesamtkosten von knapp 12 Milliarden Franken würden verursachen, jährlich. Würden, weil fast die Hälfte davon, 47%, die Angehörigen schultern, die unentgeltlich betreuen und pflegen. Das hat einen Wert von 5,5 Milliarden Franken. Eine davon ist eben Tabea. Vor 4 Jahren hat ihr Mann die Diagnose bekommen. Sie sind dann vom Grünen zumetzt ins Dorf gezögelt. Zweimal umgefallen bis zum Bahnhof, die Läden um die Ecke, die ganz nötige Infrastruktur in der Nähe. So, dass sich ihr Mann möglichst lang selbstständig bewegen kann. Autofahren darf er ja nicht mehr. Sie zeigt mir ihre Wohnung. Wir stehen in der grossen Wohnküche. Die ist im Zentrum dieser 4-Zimmer-Wohnung. Sie hat alle Küchenkästchen angeschrieben, was wo zu finden ist. Was aber wichtig ist, eben, dass zum Beispiel die Sachen, die in den letzten Wohnungen schon benutzt worden sind, wie ein Geschirrschrank, dass das genau gleich wieder eingerichtet ist. Hinter die Wohnung miteinander ausgesucht und sucht man anders aus, ja. Wenn man... Ja. Man sucht ganz anders aus, ist wirklich zu grossen Teilen behindertengerecht und das ist mir wichtig gewesen, dass ich zum Beispiel wirklich breite Badzimmertüren haben, wo man problemlos zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Rollator rein kann, wo man auch mit einem Rollstuhl rein kann. Eine Dusche, die gross genug ist, dass nicht nur eine Person, sondern vielleicht mit der Zeit auch eine zweite Hilfsperson auch noch Platz hat. Und einen offenen Wohnbereich, wo man einfach wirklich auch einen guten Austausch hat. Wie schwierig ist es, wegen einer Krankheit, was habt ihr? Um die 50, Mitte 50. Wir waren beide 53, als wir die Diagnose bekommen haben. Dass man dann schon wegen einer Krankheit, die man sonst im Alter sich mit dem schon befassen muss und sagen, wir suchen jetzt nach dieser Wohnung. Es war schon schwierig, aber mir ist es irgendwie gleich auch. Mir ist es nicht so schwer gefallen, sich auf das Schicksal einzustellen, weil ich. Einfach der ich habe wie das Gefühl, ja, das passt jetzt gerade auch noch zu meinem Leben. Ich habe schon ein paar schwierige Situationen erlebt und das ist jetzt einfach gerade noch das Pünktchen für mich gewesen, was es eigentlich nicht gebraucht hat, aber wo jetzt halt einfach gekommen ist. Ich denke, eben gewisse Sachen kann man nicht ändern. Ja? Du kannst ja gehen. Bevor wir die Diagnose hatten, habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich gehen soll. Weil ich zuerst denke, das liegt ja an mir, das liegt ja an uns. Wir haben ein
Partnerschaftsproblem. Weil die Symptome, die so eine Krankheit hat, die sind manchmal so schwierig zu einschätzen. Und dann denkt man, ja, hat mich mein Partner nicht mehr gern? Was ist denn da los? Wieso geht er nicht mehr auf mich ein? Er vergisst Sachen, die mir vielleicht wichtig sind. Und ich habe eine Zeit lang schon sehr an uns, auch als Paar, gezweifelt, oder? Und dann hat es aber einen Namen gehabt und da war nicht eine andere Frau gewesen, und da bist nicht du gewesen. Da ist einfach schlichtweg die scheiß Demenz. Alzheimer gewesen. Und sobald der Scheiß auch einen Namen gehabt hat, ist es auch einfacher geworden. Ist vieles einfacher geworden. Tabea weiss, was sie tut. Sie arbeitet zu 70% bei der Spitex. Sie hat vorne schon gewusst, was es für Angehörige heisst, einen Menschen mit Alzheimer zu pflegen. Trotzdem hat sie Angst. Nicht vor der Krankheit von ihrem Mann, sondern vor der finanziellen Situation. Irgendwann kann sie nochmal so viel arbeiten, muss mehr daheim sein. Die IV-Rente vom Mann langt nie nachher. Und das erzählt sie mir in ihrem Bürozimmer daheim, wo sie auch alle Mails schreibt an die IV, damit der Mann höher eingestuft wird. Oder kehrt mit der ehemaligen Pensionskasse und auch Krankenkassen. Da hege er noch Anspruch auf mehr Geld. Das Büro ist für Tabea aber mehr als ein Büro. Hier innen ist nichts angeschrieben. Es hat ein Sofa, ein brennendes Kätzchen. Es ist eine warme Atmosphäre. Es ist eher ein Raum, ihre Oase. Besonders im Moment, wo sie nochmal an ihren Mann herkommt. Gerade heute Morgen waren wir zum Beispiel in einer Kontrolle im Kantonsspital und wir haben eine neurologische Kontrolle. Und es ist sehr viel, sehr gut gelaufen. Was sind da für Tests? Irgendwie Bewegungstest oder kognitive Zeichnungstest? Oder? Genau, ja. Das war einfach so eine allgemeine Kontrolle, die wir regelmässig machen. Nachher mit dem Zug heimgefahren, die letzte Etappe noch mit dem Auto. Wir hatten es wirklich gut. Und daheim hat mein Mann realisiert, dass ihm etwas fehlt, dass ihm eine Tasche fehlt, die er lässig findet, cool findet und dass die im Kantonsspital liegen geblieben ist. Und das hat einen Moment gegeben, wo er einfach wirklich recht Mühe hatte damit, wo er ausgeflippt ist, wo er mich auch einen Moment lang beschimpft hat. Dann musste ich aus der Situation rausgehen. Im Gegensatz zu ihm, der noch ganz fest in seinen Emotionen ist, habe ich die Möglichkeit, ja, auch aus dieser Konfliktsituation rauszugehen und mich einfach einen Moment zurückzunehmen. Bleibt denn etwas anderes übrig? Willst du via Gespräch erreichen? Oder musst du in dem Moment nicht mehr. In dem Moment nicht mehr. Zu einer Demenz gehört ja auch, dass man einfach mit der Zeit zu einer Demenz kann gehören, es ist ja nicht immer gleich, dass einfach auch ganz viele überschüssende Reaktionen und je nachdem auch eine Aggressivität dazukommt. Und dann ist es natürlich besser, wenn man einfach nicht die Situation eskalieren lässt. Tabea ist seit 26 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Seine Feinfühligkeit hat sie fasziniert. Sie ist geheimnisvoll angezogen und seine Ruhe hat der Beziehung Boden gegeben. Sie sei Fan von ihm. Von einem Mann, der heute ein anderer ist. Die Fürsorglichkeit zum Beispiel, die ist nicht mehr vorhanden. Da geht zum gewissen Teil auch die Empathie verloren. Also für ihn ist es auch schwierig, sich in andere Personen hineinzuversetzen und nicht zuletzt auch in mich. Verhungerst du nicht jemand mal fast? Nein, nicht, wenn ich mir die Zuwendung bei anderen Personen hole. Ich merke, dass der Austausch mit anderen ganz wichtig ist. Und was ich auch gelernt habe, ist, mich halt viel mehr noch selber zu bestärken und mir selber viel mehr Liebe zu geben. Ist da drum ein Septäfeli an der Wand, wo steht, du bist wundervoll? Das wäre ein Teil. Also das hat mir eine gute Kollegin, eine Freundin geschenkt. Aber es gibt schon so Sachen, wo ich mich selber auch bestärke. Wo ich auch viele Sachen, wo ich gelernt habe, stolz sein darauf. Dass ich gelernt habe, viel mehr zu kämpfen. Dass ich meinen Humor nicht verloren habe. Der Humor zum Beispiel ist eine ganz, ganz wichtige Ressource, die wir haben. Nicht zuletzt auch der schwarze Humor. Also, ihr zwei zusammen? Ja,
Wir zwei zusammen, aber ich auch allein, oder? Du gesagt hast, Sachen, die verschwinden unwiderruflich, das sind ja Millionen kleine Tod. Mhm. Es geht in die Richtung. Und je nach der eigenen Tagesverfassung tut es einem mehr weh oder nicht, oder? Also, wenn mein Mann den Hochzeitstag vergisst, gut, das machen wahrscheinlich viele Ehemänner, mal abgesehen davon, dann denke ich auch, und letztes Jahr hätte ich ja noch dran gedacht. Und da wird nie mehr so sein, dass er sich je wird daran erinnern. Es sei denn, ich lupfe absolut heftig drauf auf. Aber das ist ja nicht meine Absicht. Und ich merke auch, dass es wie eine Verschiebung von der Wichtigkeit gibt. Wieso wäre mir ein Hochzeitstag noch wichtig? Irgendwann ist er auch für mich nicht mehr so wichtig. Irgendwann ist der Moment viel, viel wichtiger, als wie der, den wir hatten. Tabea und ihr Mann haben kein Kind. Seine Geschwister leben am anderen Ende der Schweiz. Sie stemmt die Diagnose mit dem allein. Was ihr besonders weh tut, Freunde ziehen sich zurück, wollen nochmal mit ihnen beiden zum Beispiel essen, weil er nach einer gewissen Zeit überfordert ist von den vielen Reizen, unruhig wird, anfängt rumzulaufen oder einfach ins Handy schaut. Über das habe ich auch mit dem Psychiater und Demenzexperten Christoph Held geschwätzt. In der ersten Folge hat er die Krankheit erklärt und als ich ihm die Situation von der Tabea geschildert habe, ist ihm das nicht neu gewesen. Natürlich ist es eine Diagnose, die häufig zu einer sozialen Isolation führen kann. Übrigens auch von den betreuenden Angehörigen, weil sie dann nicht mehr eingeladen werden oder nicht mehr teilnehmen können. Aus verschiedenen Gründen. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt, dass die möglichst lange soziale Integration von den Betroffenen und von den Angehörigen. Weiter erklärt Christoph Held, dass Alzheimer-Patienten und Patientinnen noch häufig ganz gut schwätzen können. Und es ist auch gut, wenn man den Dialog behaltet, wie er vorne gerade gesagt hat. Als Person, die keine Alzheimer hat, muss man einfach nebens wissen. Sie können nicht mehr oder erschwert über sich selber reden, also ein selbstreflexives Gespräch führen. Das ist der Punkt. Wir können häufig nur erahnen, wie es Demenzkranken geht, vor allem in den fortgeschrittenen Stadien. Ich brauche auch ganz einfache Bilder, Held. Quasi mein, wenn ich jetzt ein Betroffener wäre, heisst auch mein Innerli, mein Denken, mein Hirn, mein Wesen kann nochmal mit der Außenwelt connecten. Nicht mehr so gut, sagen wir es doch mal so, nicht mehr so gut. Mhm. Und das Connecten ist eben nicht nur eine Form von verbalem Verständnis, sondern es ist halt mehr eine Form auch von Orientierung. Ja, natürlich kommt Orientierung dazu und alles, aber es ist mehr auch eine Form von zum Beispiel auch Zeiterleben, oder? Die ganze Zeitlichkeit ist eine andere, oder? Es gibt, die Vergangenheit schwindet ja durch den Gedächtnisverlust und auch die Zukunft gibt es in dem Sinn immer weniger. Mhm. Es ist häufig im Grunde genommen ein völlig anderes zeitliches Erleben. Und das ist wirklich schwierig. Ich will nicht den Begriff von dem Connecten sagen, ich würde es mehr sagen, einfach Begegnung wird schwierig. Begegnung. Und sich in einem Kontext sehen oder eben die gesellschaftlichen Abmachungen, die wir haben. Zum Beispiel, so. Genau. Ich habe das Gefühl, das, was Christoph Held hier gerade gesagt hat, kann mir helfen, wenn ich mit einem Menschen spreche, der die Diagnose hat und jemanden nebis untereinander bringt. Das Wissen, dass das Zeitgefühl weg ist, anders wahrnimmt als ich. Sprich, dann einfach nicht darauf bestehen, dass der Dialog geradeaus und chronologisch verläuft. Das Gespräch laufen lassen, wie es läuft. Tabea kann mit ihrem Mann noch ganz normale Gespräche führen. Das habe ich ja selber auch erlebt, als ich dort gesehen bin. Wir schauen ein letztes Mal in ihren Alltag. Tabea kann noch arbeiten und ihr Mann kann sich daheim noch orientieren, ist auch alle noch allein mit dem Zug unterwegs. Wenn sie sich einmal neben das Gutes tun will, durchschnaufen, dann geht das nicht all gleich gut.
Besser gesagt, sie hat es lehnen. Wenn ich schwimmen gehe oder irgendwie an die Sonne liege oder allein einen Spaziergang mache, es kommt auch schnell das schlechte Gewissen. Jetzt ist mein Partner daheim und jetzt vielleicht langweilt er sich oder vielleicht braucht er etwas. Also auch dort probieren, sich gleich auch ein Stück weit abzugrenzen und probieren, die Batterien wieder aufzuladen. So. Aber mir turnt so eine Frage im Kopf, wo man Tabea, wo bleibt Tabea als Frau? Oder wie passest du auf dich auf als Tabea und nicht, dass du einfach, bös gesagt, eine Krankenschwester wärst? Das ist auch etwas, was ich erst im Laufe der Krankheit gelernt habe, dass die Gefahr auch besteht, oder? Dass man als Partnerin, als Partner einfach auch vielleicht sogar in eine Rolle hineinschläuft. Es kann es niemand so gut wie ich, weil es gibt auf der ganzen Welt niemanden, der den Menschen so gut kennt. Und zwischen ihnen auch wieder lernen, Verantwortung abzugeben und zu sagen, mein Mann ist jetzt unterwegs mit anderen Leuten oder mein Mann ist unterwegs in der Tagesklinik. Und es gibt andere Leute, die das gerade so gut können, in einer gewissen Hinsicht. Und es gibt Profis, die unterwegs auch sind. Das sind die Momente, wo ich dann auch wieder ein bisschen mehr durchschnaufe, wo ich auch merke, die Zeit brauche ich auch. Und dann bin ich wieder ich. Und dann kann ich zwischen ihnen auch loslassen. Loslassen. Ein grosses Thema im Zusammenhang mit dieser Krankheit. Auf allen Ebenen. Wo die Alzheimer-Diagnose im Juli 2020 im Haus war, da hege sie sich, wie es Tabea sagt, in einem Affenzahn an ihre Zukunft gemacht. Stichwort Papierionik bringen, Stichwort Vorsorgeauftrag und natürlich Stichwort Patientenverfügung. Und bei dieser hat sich Tabea Hilfe geholt. Weil es eben genau der Knackpunkt war. Mein Partner hat natürlich die Hoffnung, dass ich ihn bis zum letzten Tag pflegen kann und nach Möglichkeit daheim pflegen kann. Aber genau das ist auch die Schwierigkeit bei einer Demenz, die vor dem 65. Altersjahr diagnostiziert wird, dass Partnerinnen und Partner häufig noch im Berufsleben stehen, müssen arbeiten und halt nicht die Möglichkeit haben, jemanden einfach 24 Stunden am Tag zu betreuen. Eben dein Radius als pflegende Angehörige wird je länger, je kleiner. Du hast jetzt das Glück, dass er noch alle daheim sein und auch posten und auch gut Zug fahren. Aber mir ist sonnenklar, und das habe ich einfach wirklich von Anfang an auch klar so deklariert. Ich habe gesagt, ich habe die Unterstützung nicht 24 Stunden, 7 Tage in der Woche leisten. Und ich will es auch ein Stück weit nicht, weil ich viele Situationen, also gerade in der Spitex, sehe mir viele Situationen, wo sich dann Partnerinnen und Partner komplett aufgeben und wo es auch sehr ungesunde Situationen gibt. Und da wollte ich von Anfang an vermeiden, indem wir bei der Patientenverfügung auch das so formuliert haben. Wenn mehr Unterstützung nötig ist, dann ist halt in Gottes Namen ein Heim dann der richtige Ort und nach Möglichkeit einfach auch ein gutes Heim. Eben, und das haben wir miteinander abgemacht? Das haben wir miteinander abgemacht. Und in den nächsten Schritten werde ich, oder habe ich auch schon, Ort angeschaut, habe ich mir Gedanken gemacht. Du allein oder mit ihm? Ich habe es allein gemacht, einfach um einen ersten Eindruck zu haben. Und auch um zuerst mal die ganzen administrativen Sachen natürlich auch noch überprüfen. Oder? Bevor es soweit ist, denkt Tabea daran, nochmal ihr Arbeitspensum zu reduzieren. Vor der Diagnose hat sie 90% gearbeitet, jetzt ist sie auf 70%. Wie weit ab das sie noch an, das entscheidet die Situation mit den Versicherungen und Pensionskassen vom Mann. Nach dem Treffen mit der Tabea und ihrem Mann verlohne ich das Mehrfamilienhaus. Komm, bin ich draussen, schnaufe ich tief durch, fühle mich wahnsinnig frei. Ich habe Mann kennengelernt, eingespeit in der Alzheimer-Krankheit. Mit ihm seine Frau Tabea. Ein Pärchen in dem Alter, wo andere vielleicht über eine frühe Pension und Reisen diskutieren. In dem Alter streiche ich sie zwei in Traum
nach dem anderen. Der Kontakt zu der Tabea und anderen Betroffenen hat mir Christina de Biaso auf der St. Gallen Demenzorganisation Mosaik ermöglicht. Sie hat mir auch alle wieder geholfen, wenn ich die Krankheit nicht fassen konnte. Bis jetzt. Ehrlich gesagt, als ich in das Thema hinein bin, habe ich gedacht, Demenz verliert ein bisschen an Schrecken, wenn man sich damit befasst. Das Gegenteil ist der Fall. Mit dem Gedanken bin ich am Schluss nochmal zu der Christina. Schließlich hat sie Demenz Tag ein, Tag aus um sich um. Ich will von ihr wissen, wie sie mit dem umgeht. Ich denke schon, dass durch die Auseinandersetzung mit dieser Thematik schaffe ich an meiner eigenen Angst, dass die ein bisschen kleiner werden. Am meisten hilft mir meine Erfahrung jetzt einerseits auch als Pflegefachfrau in Alters- und Pflegeheim, wenn ich dort am Begleiten oder am Coachen bin, dass ich einfach weiss, Menschen mit Demenz, denen kann es auch gut gehen. Also es ist nicht so, dass es nur mit schlimm und schwierig und schrecklich und die schlimmste und die brutalste Krankheit, die es gibt, dass das nicht einfach nur so ist. Sondern ich weiss, wenn das Setting rundherum stimmt, wenn es Menschen da hat, die unterstützen und helfen, dann kann es A, Angehörigen, B, Betroffenen gut gehen. Also das reduziert meine Angst, dass ich einfach weiss, es gibt Möglichkeiten. Für mich nehme ich mit, sollte die Krankheit in meinem Umfeld auftauchen, mache ich keinen Schritt zurück mehr, sondern gehe auf die Menschen zu, auf die mit Diagnose wie auch auf die Angehörigen. Ansteckend ist sie nämlich nicht. Mein Name ist Beatrice Gmönde. Feedback, gut wie kritisch, freut mich und erreicht mich über input@srf.ch. Und wer sich weiter mit dem Thema befassen will, in Form eines Hörspiels wird dieser Krankheit begegnen. Das ist möglich. Bei den Hörspielen unter srf.ch/audio gibt es Zetteltage. Da geht es um die Sicht eines Menschen mit Diagnose. Und bei der Folge «Meine Mami, mein Kind» und Perspektiven der Angehörigen.